Ja, Leute, was geht auf heute? Ja, heute spielen wir FIFA 23. Ja, was soll ich sagen? Gegen irgendein Kack-Team. Also, ich bin FC Barcelona. Also, Hard-Profi hatte ich jetzt nicht gemacht. Oha. Amateur hätte ich gemacht. Weil bei FIFA 23 sind irgendwie die Einstellungen voll kacke. So. Falls meine Freunde das anschauen, hi. Warum sag ich überhaupt hi? Warum erlebe ich mich so wie ein Mädchen? Ja, aber Doski. So. Ich kann doch einfach von hier. Oh mein. Ich habe eine Zahnschwange bekommen und das tut so hell. Willkommen weh. Zu diesem Spiel heute Abend, liebe Zuschauer. Ich darf Sie herzlich begrüßen. Ihre Kommentatoren heißen wie üblich Wolfuß und Frank Buschmann. Auf unserem Programm steht heute eine hochinteressante Partie. FC Basel gegen FC Barcelona. Ich glaube, so. Das wird extrem spannend heute. Das wird hochklassig. Beide wollen sich zeigen, wollen ein Ausrufezeichen setzen. Und dann schauen wir mal, wem das am Ende wirklich gelingt. Jetzt hat er den Ball wieder. Da ist er alleine durch. Yeah. Okay, doch. Amateur ist zu leicht. Wer ist das? Was ist das? Da ist nochmal die Wiederholung dieses Tores. Er setzt sich durch. Und dann gibt es da nichts mehr zu halten. Ein unglaublich wuchtiger Ball. Ein Hammer. Drin ist er. Wir sind jetzt also in Führung. 1-0. 1-0, ja, FC Barcelona ist krass. Ich denke doch, FC Barcelona ist irgendwie. Boom! Dembélé. Dembélé. Jetzt Robert Lewandowski. Roberto Carlos. Ja, nimmt sich einfach mal ein Herz. Schuss aus der Distanz, aber keine große Torgefahr. Nee, das war dann am Ende doch zu unpräzise. Hits. Da hat eine Menge gefehlt. Bom! Er kann den Ballbesitz nicht halten. Das war doch nicht. Und damit Freistoß gegen Barca. Haha. Dembélé. Dembélé! Tolles Tor! Ja! Bom, bom, ja! Wir sehen es in dieser Wiederholung, wie sie Druck machen, wie sie immer wieder den Ball erobern, wie sie ihr Spiel aufziehen. Ich werde mehr als 5 Tore machen, mit Ansagen. Sie machen einen guten Eindruck. Klasse Einsatz, faires Tackling. Ich hätte eigentlich Dreieck gedrückt. Jetzt haben sie den Ball. Super Pass. Abseits. Abseits, keine Frage. Das war schön zu sehen. Wie der Vorstoß ein Tick zu früh kommt. Und dann machst du es der Abwehr natürlich leicht. Ja, aber da muss die Abwehr aufpassen. Irgendwann geht sowas gut. Irgendwann kommt dieser Pass perfekt. Und dann wird's gefährlich. Whip. Da wäre jetzt Platz für Barcelona. Ich kann das nicht bewegen. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Wir haben immer noch den Ball. Ja. Ah, da ist nein, das Tor. Petri. Das ist ihnen zu einfach. Das nutzt der Eiskalt. Krass. Oh, Bro, was ist das für eine Schreie? Hier nochmal die Wiederholung des Treffers. Nee, ja, nee, das ist natürlich einfach leicht. Niemand da. Ich hab gesagt, offen. Ich mache das Tor. Sie können sich hier weiter absetzen und mit diesem 3-0. Ey, was da wäre. Warte. Irgendwie bei FIFA 23. Jetzt ist der Platz da. Ja, easy Tor. Und das nächste Nein, Tor, das ist natürlich stark. Sie lassen nicht nach, erhöhen damit auf 4 Tore. Ding, ding, ding.
Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Oh, 4-0 ist wirklich eindeutig. Eine ganz einseitige Partie. Und das ist wieder ein Tor. Der Volley, das Tor, voll genommen, ganz starke Szene. Oder das war gerade gar nicht ernst. Eigentlich konnte ich mit diesem Lewandowski schießen, aber habe ich nicht gemacht. Wir sehen noch mal dieses Tor. Da ist die Flanke und dann. Warte mal, war da gerade Bamerlingon? Oh, De Jong. Wir hier. Ich hab Bamerlingon. Kurze Distanz, schaut kurz, wo ist die Lücke und findet. Bam, Dembele, du. Der Gegner kann ihnen einfach nicht viel entgegensetzen heute. Sie überzeugen auf ganzer Linie. Ah, jetzt gut durchgesetzt, gefährlich. Unglaublich. Was war das denn? Da hat ja gar nichts gestimmt. Willst du eine Bombe? Willst du eine Bombe? So war das, so war das. Der sagt, das war nichts. Haha. What the? Das war sauber. Er holt sich den Ball. Sauber. So, wieder ein Tor. Langsam wird's voll auf der Anzeigetafel. Nein, voilà. Nein, ich spiele gegen halb Profi. So easy. Eigentlich könnte ich gegen Profi spielen. Wenn ich gegen halb Profi. Was soll denn dann? Oh. Ja, so, ich nehme jetzt die Barca. Oh, ja. Nein! Oh mein Gott, ich bin so behindert. Warum leckt's? Ich habe aber nicht, wie heißt es? Halbprofi gemacht. Leute, ich glaube, ihr werdet nicht mehr mein Video anschauen. FC Barca. Das sieht wie BVB aus. Halbprofi. Nee, lass besser Profi. Lass besser Profi. Weil Profi wird's schwer. Weil Profi muss ich ernst machen. Robert Lewandowski. Easy. What the? Scheiße. Bam, 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 bam. So, gegen Profi wird's schwer. Ich darf Sie herzlich begrüßen, liebe Zuschauer, zu einer hoffentlich spannenden Begegnung. Am Mikrofon begrüßen Sie wie immer Wolf Fuß und der geschätzte Kollege Frank Buschmann. Ich bin sicher, heute dürfen wir uns auf hochklassigen Fußball freuen. Nein! Young Boys Bern gegen FC Barcelona. Wir freuen uns auf FC diese Begegnung, Wolf. Aber Profis. Das verspricht eine Menge Spannung. Niemand kann ihn aufhalten. Gutes Dribbling. Kommen wir zur heutigen Aufstellung des FC Barcelona. Marc-André Ter Stegen im Tor. Jules Koundé spielt neben Gerard Piqué in der Abwehr. Steht zusammen mit Sergio Busquets im Zentrum. Und ihr einziger Angreifer ist Robert Lewandowski. Robert Lewandowski ist krass. Lass mich! Boom! Dembele! De Jong! Was war das? Keine große Mühe hier bei diesem ungefährlichen Ball. Barca. FC Barca. Der Ball kommt zum Gegner. Oh, du Kleider. Ich hab Der Ball ist draußen. Einwurf für Barcelona. Zu Lewandowski. Bam.
Und es geht mit Ecke. Abstoß weiter. Ich hab den noch nicht rausgemacht. Der schießt. Robert Lewandowski ist ein super Spieler. Was kann er heute alles zeigen, Buschi? Wie siehst du es? Ja, das ist einfach diese Übersicht. Kann den Ball perfekt verteilen, treibt die Mannschaft immer wieder nach vorne, ist Dreh- und Angelpunkt bei diesem Vorstoß. Schafft ihr nicht. Jetzt schießt er. Ganz stark abgeblockt. Die Chance jetzt hier vielleicht für den Außenseiter. Schauen wir mal, was sie draus machen. Bei dem Profi ist es schwer. Die Ecke kommt rein. Bom, 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 bom. Renn! Jetzt der Steilpass. Spielt den Ball in den freien Raum. Na ja! Zur Freude, wenn du das erste Tor machst. Wichtiger Treffer. Wir schauen uns noch mal die Entstehung des Tores an. Ja. So, da ist der Konter. Und dann sehen wir, es wird eng, es ist kaum Platz da, aber er setzt sich trotzdem durch. Boah. Excellent. Excellent. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Nein, und das war nicht klasse. Abseits. Aha, das war knapp. Dembélé. Ja, ja, das ist Abseits. Der hat Abseits davor. Da haben sie zu viel Platz bei diesem Dribbling. Ah, das war dann zu harmlos. Ball ist weg. Nein. Ich kenne halt voll. Schön durchgesetzt. Nein, kein Tor. Da geht er im Strafraum resolut dazwischen, aber gut gemacht. Kein Foul. Nein. Oh, der war clean. Barcelona hat, was die Taktik angeht, natürlich in den letzten 10, 15 Jahren Bahnbrechendes geleistet. Absolut. Speziell die Ära unter Pep Guardiola von 2008 bis 2012. Die ist natürlich unvergessen. Titel ohne Ende. Fußball vom anderen Stern. Das war überragend. Ja. Ja. Jetzt ist er durch. Nein, sieht er nicht. Das Ding mit der Parade, immer noch gefährlich. Das Ding ist da, macht diese Riesenchance zunichte. Was für eine Parade. Ey, wow. Der ist so krass. Boss. Nein, ich kann vier und das wird Einwurf geben. Ich hab zu viel beleidigt. Boah. Dieser Pass findet sein Ziel nicht. Ich muss da rübsen. Tolles Dribbling. Da sind sie alle machtlos. Nein! Er schießt. Das war richtig knapp. So. Ja, das sah gut aus. Da wäre fast der Ausgleich gefallen. Komm, ich dribbel jetzt. Wir gehen jetzt auf Jordi Alba. Dieses Dribbeln ist so krass. Oha. De Jong. Sehr guter Einsatz. Ey, ich hab grad so krass gedribbelt. Aber ich kann noch besser dribbeln. Otto. Da sind Mitspieler frei. Schönes Zuspiel hier. Ah, da landet der Ball noch beim Gegner. Ey, Abwehr kann ich drüber. Da haben sie Erfolg mit diesem frühen Stören. Was? Jetzt Lewandowski. Da ist der Ball weg. Zu früh losgelaufen ist Abseits. Dembélé. Cool. Dribbling geht weiter, die Abwehr findet einfach kein Mittel. Robert Lewandowski! Scheiße. Das war eine gute Chance, aber jetzt Abstoß. Bam. Aua.
Depay gibt den Ball ab. Dembélé, da ist die Chance. Oh mein Gott. Im Grunde müssen sie dadurch hier die Führung weiter ausbauen. Ja, Logo, den müssen sie machen. Dann können sie das Ganze hier deutlich entspannter anschauen. So bleibt spannend. Ballverlust von Barcelona. Schöner Spielaufbau. Sie wollen natürlich jetzt den Ausgleich, wollen hier wieder rein in diese Partie. Ball erstmal weg. Muss mal weg. Ha, Wallerkammer. Klasse, wie er da hingeht, gibt Einwurf. Schönes Tackling und den Ball erobert. Das könnte die Chance werden. Erstmal abgeblockt. Da zahlt sich das frühe Stören aus. Ballgewinn. Tor. Ist das das Tor? Scheiße. Da ist der Ausgleich und alles zurück auf Anfang. Es kann besser als die Box. Cleveres Tor. Ball geht ins kurze Eck. Rechnet nicht jeder mit? Der ist wohl einfach zu genau, auch wenn es die Torwart-Ecke ist. Das zeigt ja die Wiederholung deutlich. 1-1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Nein, das ist kein Tor. Das wird kein Tor, das wird kein Tor. Das wird kein Tor. Da kommt der Schuss. Das ist kein Problem. Der Torhüter hat den Ball. Machen Sie jetzt gut. Oh mein! Pedri. Was war das für ein... So eine schlechte Flanke. Ulises Garcia. Sie stehen sehr hoch und genau das zahlt sich hier aus. Das hätte sein zweiter Treffer sein können. Aber der Keeper ist da. Gut gehalten. Ich weiß irgendwie nicht, wie man Ecke macht. Lupfer. Ich mache einfach irgendwas. Ecke durch Dembélé. Oh, zu ungenau, aus diesem Ball können sie nichts machen. Hier noch einmal das Tor zum Ausgleich. Was war das? Ich kann nicht decken, nicht. Oh. Jetzt der Ballverlust. Über der Wehleine, bei der Wehleine. Elia. Nein, nein. Das ist nicht schön. Oh, das war wichtig. Wenn der Ball ankommt, dann wird es hier gefährlich. Oh. Nur noch der Torwart vor sich. Gehalten. Oh, eine ganz starke Szene. Eine tolle Parade. Jetzt mach ich irgendwie eine Scheiße. Ecke kommt. Er ist da bei der Ecke, sehr gut. Beim Ballbesitz nehmen sich beide nicht viel und beim Resultat natürlich bisher auch nicht unentschieden. Alles drin, alles denkbar. Wir sehen die Offensivaktion, das macht Spaß. Nein! Da ist das Pressing erfolgreich. Wallah, der ist schneller als den Beli. Tja, aus enormer Entfernung. Keine echte Torgefahr. Hier hat er einfach nicht genau genug gezielt. Da fehlt einfach die Konzentration. Der war knapp. What the? Zombie geworden. Dembélé. Dembélé mit der Flanke. Ey, ich muss gleich weinen. Ey, was der Ball ist das? Weg. Das ist vielleicht die Chance durch die Ecke. Nein, das ist nicht.
An den Ball kommt niemand ran. Schade. Das gibt jetzt Abstoß. Von Robert Lewandowski muss in diesem Spiel einfach viel mehr kommen, Buschi. Ja, das ist zu wenig, was er hier heute zeigt. Das kann er viel besser und das weiß er auch selbst. Nein, was ist da? Bruder, 10 Minuten sind schon vorbei. Aber... Hey. Bom, ha. Oh, oh. Schön durchgesetzt. Er ist da hinten der Keeper mit dem Ball. Warum? Ey, Profi ist zu gut. Dembélé. Boah. Der Ballverlust durch Dembélé. Guter Steilpass hier, macht er gut. Und dann ist der Ball weg. Abwehr holt sich diesen Steilpass. Hier kommt die Nachspielzeit. 2 Minuten gibt's. Das sieht so einfach aus, was sie hier machen. Aber dieser Ballbesitz-Fußball ist das Ergebnis von hartem Training. Direkt in die Arme der Ball, natürlich kein Problem für Ter Stegen. Die erste Hälfte ist vorbei. Die zweiten 45 Minuten laufen. Barcelona mit dem Anstoß. Cool, der ist schneller als ich. Robert Lewandowski. Ey, ich muss Ecke lernen. Ja, Strandschuss. Absolut. Schuss der Ecke, aber lernen. Vielleicht wäre es doch der Schlenzer gewesen. Elia. Schöner Zweikampf. Schöner Angriff. Nebenleute bieten sich an. Elia. Das ist diese Sicherheit, die ihn auszeichnet. Wir hören es, die Fans hoffen auf die Führung. Ecke kommt in den 16er. Ball ist erstmal wieder raus. Da kommt der Pass, aber abgefangen. Gut gemacht. Ey, die sind zu gut. Eine Sekunde habe ich nur den Ball. Komm, jetzt schießen die ihn. Er schießt. Ganz stark abgeblockt. Zweikampf war gut. Es wird hier mit Ecke weitergehen. Ecke kommt in die Mitte. Guck. Er kann erstmal durchatmen. Gutes Pressing jetzt. Da wollten die Fans einen Elfmeter haben. Sehr gut aufgepasst. Guter Vorstoß. Kann was werden. Der Angriff könnte was werden. Gute Chance, aber kein Tor. Und da wird der Trainer nicht zufrieden sein. Sowas müssen sie reinmachen. Da sind sie mit diesem Pressing erfolgreich. Alter, wie war das? Was war das denn? Oh, Wallah, wie der dribbelt. Macht er ihn! Ter Stegen ist da, gute Aktion, aber der Abschluss war auch zu schwach. Der Pass kommt nicht an, war nicht präzise genug. Wird Einwurf geben. Balleroberung. Super, wie er sich durchsetzt. Oh, nein. Viel Platz jetzt.
Gibt's das denn? Kein Tor. Das war natürlich eine Riesenchance, aber das war zu schwach. Den hält er. Sie sind da, Ball wird geblockt. Chance zum Konter jetzt. De Jong. Da geht er vorbei. Ja! Ja! Jetzt sind sie wieder vorne. Da ist das Tor. Hier ist das Tor nochmal in der Wiederholung. Das ist stark, wie Frenkie de Jong da an seinem Bewacher vorbeizieht. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Da trennt er ihn vom Ball. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Scheiße. Gelbverdächtige Aktion, das könnte durchaus geahndet werden. Okay, berechtigte gelbe Karte gegen Barca. Ja, absolut, die kann man geben. Und das muss natürlich Abschluss geben. Gute Balleroberung. Was machen Sie draus? Nein. Nein. Ja, der Schuss jetzt. Keine schwere Aufgabe hier für Marc-André ter Stegen. Jetzt Memphis Depay. Komisch. Memphis. Flanke auf Lewandowski. Nein! Da passt der Nein! Klasse auf. Da können Sie klären. Elia. Jetzt Barca am Ball. Mit Gefühl. Ja, das war richtig Gefühl. Vielleicht die Konterchance. Karma. Ja, aus so einer Konterchance müssen sie einfach mehr machen. Da verlieren sie den Ballbesitz. Abgepfiffen, Foul vom FC Barcelona. Elia. Elia. Schiedsrichterin, Elfmeter. Sofort kommt hier der Pfiff. Den Elfer gibt's, aber keine Karte. Da haben sie fast schon Glück, dass es da nicht mehr gibt. Sehe ich auch so, Wolf. Gibt viele Schiris, die greifen da zur Gelben, wenn nicht sogar mehr. Da ist er drin, der Elfer. Hä? Er ist da noch dran, aber es reicht nicht mehr. Total. Ein tolles Spiel. Wieder ausgeglichen und es bleibt extrem spannend. Extrem spannend. Er passt gut auf und hat den Ball. Viel Platz jetzt auf außen. Komm, komm, komm. Ja. Sie bringen den Ball in die Mitte. Oh! Und da muss der auch hin. Weil der hätte gepasst. Und sie haben ihn da viel zu frei zum Kopfball kommen lassen. Die Ecke kommt. Die Ecke kann er abwehren. De Jong. Gut, faul. So kann er da nicht hingehen. Ist absolut gelbwürdig. Alles richtig gemacht von der Schiedsrichterin hier. Gelbe muss es geben. Auf jeden Fall war gelbwürdig. Hat sie gut gesehen. Pedri. Gutes Tackling. Gute Zweikampfführung. Jetzt können sie vielleicht kontern. Tick zu lang. Ja, Ball ist weg und die Konterchance ist vertan. Der Keeper jetzt mit dem Ball. Lewandowski. Ballbesitz ist weg. Haha. Oh mein Gott.
Frenkie de Jong. Da ist die Chance. De Jong, ja, ich werde die alle setzen. Er ist einfach ein Riesenspieler und das haben wir hier auch wieder gesehen. War das die Entscheidung, Buschi? Möglich ist es. Es ist nicht mehr viel Zeit, um hier zurückzukommen. Ich muss da rüpsen. Elia. Der Ball läuft richtig gut. Jetzt ist er durch. Und Tor. Nicht der Ausgleich. Aber da müssen sie mehr rausmachen. Diese Chance haben sie fast verscheckt. Da geht der Ball zum Gegner. Oh mein Gott. Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Ja. Dreierpack, was für eine Aktion. Und wie gut ist der heute drauf, Wolf? Das ist sensationell. Ein Tor nach dem anderen. Das Spiel wird er so schnell nicht vergessen. Jetzt hat er den Dreierpack. Wahnsinn, bei ihm klappt heute wirklich alles. Scheiße. Ich muss gewinnen. Ich muss, und sie nein, kommen hier zurück. Das war der Ausgleich zum 3:3. Jetzt gibt's Einwurf. Hä? Ich hab da nicht gepasst. Ballverlust. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Oh, oh. Da ist der Ball dann doch weg. Da müssen sie mehr draus machen. Ey, das die ist Mitspieler so. Die wollen ihm helfen. Das wird safe unentschieden sein. Weil es unentschieden ist, dann machen er wir. Er hat die Chance. Und Tor. Das oh, ist die späte Führung. Damit hat hier ja keiner mehr gerechnet. Wir schauen noch mal auf die Wiederholung. Da setzt er sich durch. Und dann kommt dieser harte Ball aus der Halbdistanz. Das ist wunderbar getroffen. Das ist eine tolle Technik. Drin ist der Ball unhaltbar. Ist das die Entscheidung? Sieht ganz danach aus, Wolf. In wenigen Minuten ist hier Schluss. Und sie haben die Führung. Völlig ohne Probleme kann er hier das Tor verhindern. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. 10 Minuten. Da passt er auf. Ja, ich hab's verkackt. Ja. Die Chance jetzt. Also, wenn Sie die Dinger nicht reinmachen, dann dürfen Sie sich nicht wundern, wenn hier die Geschichte vielleicht sogar noch mal kippt. Ja, und so bleibt's erstmal spannend. Hä? Hä? Jetzt ist der Ball weg. Hä? Da muss die Abwehr jetzt aufpassen. Den hätte er besser abgespielt. Der Schuss war keine Gefahr. Leute. Gutes frühes Stören. Mit einem Tor liegen sie vorne. Jetzt noch mal zittern. 5 Minuten sind es noch. Ja, ja, gute Balleroberung hier. Renn, Pedri, bitte, bitte. Barcelona drängt noch mal auf den späten Ausgleich in dieser Partie. Pedri, der Ausgleich. Nicht zu glauben, sie kommen hier wirklich zurück in diesem Spiel. Ja, 4-4, 8 Treffer. Das hat man auch nicht allzu oft. Nein, aber trotzdem, ich muss auch ernst spielen. Sehr guter Einsatz. Renn, Lewandowski. Enttäusch mich nicht. Noch steht hier dieses Remis auf der Anzeigetafel. Oh, Lewandowski, du schießt nicht zu glauben. Na, den hätte er besser platzieren müssen. Er ist weiter am Ball. Abwehr tut sich schwer. Dembélé lauert da. Boah, oh mein! Das war heute schon ein drittes Tor, eine Spitzenleistung. Wir reiben uns verwundert die Augen. Aber das 5:4 ist tatsächlich real. Wird's hier nochmal gefährlich? Sie wollen unbedingt den Ausgleich. Aber der Ball ist weg, die Gefahr damit vorüber.
So, 3 Minuten Nachspielzeit wird es geben. Ihr werdet es nicht mehr schaffen. Ich werde mehrere Optionen nicht schaffen. Hier für Lewandowski. Pedri. Hab ich doch gesagt. Paul. Ah, Notbremse. Ich glaube, das könnte rot geben. Klasse gemacht, das war knapp. Gleich ist hier Schluss, aber Sie können den Ausgleich noch packen. Jetzt bekommen Sie die Chance. Die Fans zeigen, was sie von diesem Ergebnis halten, nämlich gar nichts. Ja, die wollten mehr und wenn es diesen Platz... Ah, ja, okay, Leute, das war's mit dem Video. Lasst ein Like da, Glück aktivieren. Abonniert meinen Kanal. Was soll ich sagen? Ja, das war's. Ciao.